Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei For Honor in der Closed Alpha. Ja, und diesmal tatsächlich mal mit ein bisschen ordentlichem Gameplay. Wir werden uns mal die verschiedenen Matches auch der Reihe nach angucken und dann nach Lust und Laune uns durch die Gegner metzeln. Und wir klicken einfach mal auf Play. Und was wählen wir denn mal aus? Ich würde mal sagen, wir spielen für den Anfang mal... komm, wir machen einfach mal 2 gegen 2. Und spielen erstmal gegen die KI, ne? Für den Anfang erstmal gegen die KI. Und dann schauen wir mal. Wir kommen einen Spieler, den Vincent. Und wir spielen jetzt gegen Bots. Der hat natürlich seinen Voice-Chat an. Ich nicht. Und ich würde fast mal sagen, er hat tatsächlich schon den Berserker sich geholt. Und wir spielen tatsächlich jetzt die erste Runde mal mit dem Samurai. Und klicken auf fertig. Ne? Da bin ich mal gespannt, was da jetzt hier so wird. Ne? Brawl, 2 gegen 2. Und da habe ich ja sowieso schon gesagt, das könnte interessant werden, je nachdem, wie gut der Gegner ist. Wenn man den ersten der Gegner erledigt hat, wie das dann weiterläuft. Das werden wir gleich sehen. So, und da... Best of 5. Sehr schön. Okay. Oh, was? Vincent wurde schon besiegt? Wow. Das ist gar nicht so easy. Muss ich tatsächlich mal dazu sagen, das ist gar nicht so easy. Wir haben die erste Runde tatsächlich gegen Bots verloren. Round 2. Okay. Junge. Wow. Das ist schon richtig heftig. Und jetzt gucken wir mal unserem Vincent zu, wie der sich so schlägt. Und man muss dazu sagen, das erfordert blitzschnelle Reaktion. Ja. Da ist schon der erste Grafikbug. Ne? Aber das ist ja eine Alpha, da ist sowas in Ordnung. Da darf das schon mal sein. Das ist schon nicht ohne. Wow, die teilen schon mächtig Damage aus. Auch der Vincent hat schon wieder... Okay, gut. Also so viel zur ersten Runde. Das läuft gar nicht so gut. Die KI ist tatsächlich echt nicht ohne. Das ist mal nicht so eine KI, wie man sie aus anderen Spielen kennt, die so gar nichts kann. Ah. No Loot Found. Man kann also auch Loot finden. Man bekommt jetzt hier Erfahrung und Stil. Und hier wird das Level auch angezeigt. Das... ist schon sehr geil. Und wir machen gleich direkt nochmal ein Match. Ich hoffe, der Vincent hat noch Bock. Going back to the menu. Okay. Gut. Dann würde ich fast mal sagen, wir probieren jetzt mal einen anderen Charakter aus. Ich bin ganz scharf auf den Wikinger. Wir machen nochmal den Brawl. Player versus AI. Und dann schauen wir mal, ob wir hier einen netten Kollegen dazu kriegen, den Chewies. Chewies. Wir nehmen den hier. Und der hat den verbesserten Samurai sozusagen bekommen. Dann muss ich mir nachher auch mal angucken. Das sind ja andere Klassen sozusagen. Gibt dann anscheinend... Ich weiß nicht, ob es nur zwei gibt oder ob noch mehrere verschiedene Rassen dazukommen.
Klassen meine ich natürlich. Es sind halt unterschiedliche Angriffstypen der gleichen Völker, die halt auch unterschiedlich angreifen können. Und ja, ne? Round one. Best of five. Bin mal gespannt, ob der Kollege jetzt besser ist als der Vincent. Und, oh, wow. Krass. Bam. Und siehst du da? Siehe da? Wir haben die erste Runde gewonnen. Das ist schon sehr cool. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Wikinger lag oder ob ich mich vielleicht jetzt ein bisschen verbessert habe. Ich weiß es noch nicht. Verdammt. Okay. Aber es läuft tatsächlich schon viel besser als die erste Runde. Also die erste komplette Runde meine ich natürlich. Und es macht schon echt sehr viel Laune. Oh, so ein Arsch. Verdammt! Die zweite Runde kriegen wir immer auf die Fresse. Das ist schon sehr schade. Schade, 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 schade. Aber ich find's super. Es macht einfach mega viel Laune. Und es fühlt sich einfach an, wie wenn man selbst da dran steht und hier mit Schwert und Axt aufeinander einprescht. So, und damit haben wir die vierte Runde gewonnen. Das heißt, zwei Runden gewonnen. Sehr schön. Mal gucken, jetzt hängt es, glaube ich, davon ab, wie wir uns schlagen. The final round. Und es ist einfach schon, also was die Reaktion betrifft, ne, man muss schon... Bam! Oh, schade. Ich konnte die Execution nicht machen. Was ist denn meine... Ach, ich habe aus Versehen... Bam! Und da hat's der Art gerissen. Yippie-yay, Schweinebacke. Und das heißt praktisch, wir haben das Match jetzt gewonnen. Haben wir das Match jetzt gewonnen? Loot. Scavenging the Battlefield. Loot. Sehr geil. Sehr geil. Man bekommt tatsächlich Ausrüstung und so weiter. Kann man auf den Schlachtfeldern finden. Das finde ich sehr geil gemacht. Das finde ich wirklich sehr geil gemacht. Ja, ja. Und die haben auch unterschiedliche Werte. Und das, Leute, das finde ich super geil. Das heißt nämlich, wir können tatsächlich unseren Charakter anpassen,
Was, wie ich finde, wenn das Matchmaking nicht so dolle ist, ziemlich ekelhaft werden kann. Sag ich jetzt mal persönlich. Weil, wenn das Matchmaking nicht angepasst ist, kann es tatsächlich sein, dass man auf Leute trifft, die einfach wesentlich bessere Ausrüstung haben. Und man gegen die dann einfach nicht ankommt, weil man selbst zu schlechte Ausrüstung hat und vielleicht jetzt nicht ganz so gut spielt. Na, da bin ich mal gespannt. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, ob das sehr viel ausmacht oder ob das Matchmaking gut ist. Das werden wir alles sehen. Das werden wir alles sehen. Das ist ja alles noch hier, dauert ja noch, bis das rauskommt. Und da wird, glaube ich, garantiert noch sehr, sehr viel gemacht werden. Aber ich feiere es total. Und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass ich mir das Spiel definitiv zulegen werde. Definitiv. 100 Pro. So, und jetzt spielen wir mal mit so einem schönen Ritter. Und die Map, wenn ich mir die so anschaue, es kommt tatsächlich auf die Map drauf an, gegen was für Gegner man spielt. Und ich muss jetzt mal sagen, der Ritter... Wo ist denn das? Ach, da drüben. Der Ritter spielt sich verdammt schnell. Er spielt sich echt sehr schnell. Oh, wow. Was zum Teufel war das denn? Okay. Was macht der denn jetzt? Ach so. Oh, wow. Schade. Da haben wir die Runde verloren, weil ich da jetzt nicht mitgedacht habe. Der ist tatsächlich zurückgelaufen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der ist tatsächlich zurückgelaufen und hat sein Kumpadre wiederbelebt. Damit habe ich nicht gerechnet. Also so gar nicht. Bam! Und wir haben die Execution schon wieder verpasst. Schade. Was? Host Migration? Resuming? Oh, der Gegenblock. Das ist ja... Und... Bam! Sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr nice. Und da muss ich dazu sagen, das ist auch richtig geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist richtig... Da sind richtig geile Features drin. Und da muss man richtig mit der Maus durch die Gegend eiern. Das ist richtig heftig. So, und jetzt eilen wir unserem Teamkollegen mal zur Hilfe. Wow. Bam. Junge, 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 Leute. Junge. Richtig geil, richtig geil. Das fetzt richtig. Ich bin mal gespannt, ob die Effekte auch... Entschuldigung, Frosch im Hals. Ob die Effekte auch noch ein bisschen verbessert werden. Ja.
So. So schnell kann es gehen. Und das ist auch gemeint. Mit Umgebung ausnutzen. Indem man einfach die Gegner... Ich sollte mal den anderen benutzen. Ich habe jetzt immer den gleichen benutzt. Das ist leider schade. Aber... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Für das, dass wir das erste total verkackt haben, läuft es ja jetzt richtig gut. No loot found. Okay, das ist schade, aber das macht ja erstmal nichts. Mich würde auch interessieren, ob das darauf ankommt, was für ein Level man ist. Welches Loot man bekommt. Und, ja, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Das war jetzt hier zumindest schon mal Brawl. Und ich bin fast dafür, komm, wir spielen nochmal eine Runde. Und, wir nehmen nochmal... kann ich den kaufen? Ich kann den aus... Ach, ich kann den auch so auswählen. Das ist ja geil. Dann probieren wir jetzt mal einfach den Assassinen. Oh, wir haben keinen Spieler gefunden. Das ist ja schade. Schade, dann spielen wir jetzt mit Bots gegen Bots. Oh. Finde ich jetzt nicht so dolle, aber naja. Ich dachte, man muss sich die zweite Klasse erst noch zusätzlich kaufen oder so. Mit der Ingame-Währung. Wo man tatsächlich ein bisschen wenig bekommt pro Match. Na, was ist los jetzt hier? Round one. Und wir spielen gegen die Wikinger. So. Sehr schön. Und der Bot hat ihn fertig gemacht. Der Bot hat ihn fertig gemacht. Ja. Ja. Kensei. Das ist schon super. Das ist aber kein Wikinger. What? Oh, das war richtig nice. Das war richtig nice. Es macht Spaß. Es macht echt Spaß, Leute. Es macht richtig, richtig Spaß. Also ich kann es jetzt schon jedem empfehlen. Ich hoffe, dass das nicht, dass der Spielspaß nicht zu schnell stagniert. Wow. Der Berserker ist ja richtig übel. Ich glaube, ich habe auch viele Angriffe da. Dieses Anstürmen und so und ein Anspringen. Ich weiß gar nicht, wie das... Das muss ich mal tatsächlich gucken, wie das funktioniert. Ja. Ja, das meine ich eben. Sobald einer aus dem Team down ist, ist es, glaube ich, extrem schwer, das Match dann noch zu drehen. Round 4. Ja, mal gucken. Es gibt garantiert irgendwann Spieler. Wow. That's so fast. Ich muss sagen, der Assassine, also der zweite japanische Kämpfer, er spielt sich zwar ein bisschen schneller, aber ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Round 5. What? Yeah!
Oh, wow. Ach, schade, Leute. Schade, schade, schade. Ach, der Bot lebt ja noch. Da hat sich der... Wow. Okay. Okay. Es hat tatsächlich nichts zu heißen, wenn schon einer down ist. Das hat mir jetzt gerade der Bot bewiesen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das Coole ist auch... Ah, schön. Dass man tatsächlich auch mit reinen KI-Matches Erfahrung bekommt, Blut bekommt. Das ist super. Das ist schon sehr geil. Und man levelt anscheinend jeden Charakter einzeln für sich. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück zum Hauptmenü. Und gucken uns mal tatsächlich ihr, wo war das? Account Heroes. Gucken uns jetzt mal diese Ausrüstung an, die wir bekommen haben. Hier haben wir auch Ausrufezeichen. Das heißt wahrscheinlich Recruit this Hero? Unlock Visual Customization and Equip Better Cheer. Ah, wir können mit ihm spielen, aber wir können ihn erst equippen, wenn wir ihn gekauft haben. Okay, sozusagen rekrutiert. Aber wir gucken uns jetzt erstmal unseren Berserker hier an. Und Customize. Arms, wir haben Arms bekommen. Und Block Damage Resistance. Revive Speed, Throw Distance. Okay, das sind jetzt nicht so wirklich direkt Werte, die... unglaublich viel im Kampf ausmachen, einem aber trotzdem helfen. Man kann das zerstören für Erfahrungspunkte. Ah. Sehr schön. Wird das auch visuell angezeigt? Ich weiß gar nicht. Anscheinend nicht. Oder doch? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht. Wie ist das denn mit den Abilities? Wie muss ich die denn... Trigger to gain movement speed for a short duration. Wie wähle ich das denn aus? Hm, da müssen wir uns in der nächsten Folge mal damit befassen. Und wir gehen jetzt erstmal zurück ins Hauptmenü. Diese Spezialfähigkeiten, die wären natürlich auch noch interessant. Oder vielleicht muss ich erst ein bestimmtes Level mit ihm erreichen. Das kann natürlich auch sein. Aber wir gehen erstmal ins Hauptmenü und hallo Ladekreisel. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und lasst mir mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet, von dem Game-Style, von dem Spielstil und auch im Großen und Ganzen von der Aufmachung. Was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung dazu? Lasst es mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Art, haut da rein. Tschüss.